Halli, Hallöchen und willkommen zurück zu Far Cry 3. Wieder eine Story-Folge. Wir gammeln jetzt mal zum Bug und dann mal gucken, was für mysteriöse Aufgaben der wieder für uns hat. Mir geht der so auf die Eier, der Typ. Ich hab so Bock, dem eine Kugel in den Kopf zu jagen. Der geht mir so auf die Eier. Wir tanzen für den eigentlich rum, theoretisch. Er weiß immer, wo wir hin müssen. Er weiß, wo wir rauskommen. Er hat nur keinen Bock, sein scheiß Leben dafür zu riskieren. Aber wir. Wiederum, er hat leider Keith. Dieser dreckige Drecksack. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich fahre jetzt querfeldein. Fahrstunde mit Prophet. Ich sehe nichts. Ah, Baum. Ach, das hat der gesagt. Hab mich gerade gewundert, wer sagt das? Ich weiß gar nicht, was ich heute zu Abend essen soll. Ach, Bambuswald, ich finde, ich mag Bambus. Gut, haben wir geparkt. Kommen wir hier hoch? Ah, scheiße. Felswand. Habe ich das Visier nicht ausgerüstet? Ach toll. Weißt du was? Ich will die Mission jetzt nicht beginnen, bevor ich das wie scheiß Visier da drauf habe. Ach, natürlich, aber ne, das Reflex war doch auch nicht da. Hey, what the fuck? So, anpassen. Da, optisches Visier. Ausrüsten. Jetzt muss ich das doch drauf haben. Hä? Sag mal. So, da. Ja. Ach, das habe ich noch gar nicht gekauft. Toll. Hat er irgendwie nicht gespeichert. Ja, das sieht doch schon besser aus. Jetzt haben wir eine nice Waffe und wir können... So, fahren wir zu unserem Zielort. Erneut. Ich habe heute in meinem Auto ein neues Radio eingebaut, denn das alte war kaputt, beziehungsweise es war nicht kaputt, das hat einwandfrei funktioniert, aber das hat sich von selbst an- und ausgeschaltet. Da war teilweise die Batterie sehr erschöpft, beziehungsweise schon fast leer. Da habe ich mir jetzt habe ich gefragt, was kostet das Radio, wenn man das ersetzt, ne? Neu. Ganz ehrlich, für die Ausstattung, dass das Radio hat, 3 Euro, 300 Euro hinblättern, habe ich gesagt, ihr könnt mich doch mal am Arsch lecken, ey. Das geht ja gar nicht. 300 Euro dafür. Nee, für forget it. Und da habe ich mir ein neues Radio geholt bei Amazon, plus Connector und so weiter. Habe es eingebaut und es funktioniert fast. Ich brauche jetzt nur noch einen Adapter für das Radio. Und dann funktioniert es. Und ich bin sehr begeistert. Kompass zeigt bergab. Was? Kein Hallo? Oh, wie schade. Geschichte. Captain Lincolns Grab. Die Legende behauptet, dass der da
voll auf Pharao machte und sich ein Grab bauen ließ, bevor Seng-Hi kam und sein Reich einstampfte. Aber niemand wusste, wo das Grab ist. Doch, ich tippe mal. Bon voyage, Mann. Kein Problem, das kann ich schaffen. Ach, Mann. Ich soll da jetzt ernsthaft mal so, einfach mal so runterspringen. Natürlich. Geh doch da rein jetzt. Ich will... Nein. Na gut. Ach, wie geil. Was ist das hier? Vulkan? Also könnt ihr sagen, was ihr wollt. Teilweise die Grafik von Far Cry 3 ist der Obershit. Das sieht so geil. Das ist so geil inszeniert einfach. Bevor wir da lang gehen, können wir da drüben hoch? Ah ne, das ist... Hier können wir hoch. Bevor wir die Mission beginnen, erstmal looken, was es hier so in der Nähe gibt. Gott, was eine Kletteraktion. Huch, da war ein Grafikfehler. Sind wir jetzt da? So, wo geht's denn da hin? Mal sehen, ob Far Cry 4 genauso geil wird. Geht's nicht weiter. Gut. Also raus. Zack. So, jetzt geht's zur Mission. Zur Mission aus Lumios. Da hoch nehme ich an. Ach, das mit dem Licht, ich finde das einfach nur geil. Lichteffekte sind immer richtig geil bei so richtig guten, tollen Spielen. Bevor ich das mache, gehe ich erst noch mal weiter. Man muss hier echt aufpassen. Wenn man einfach nur schnurstracks dem Dingens folgt, dann übersieht man Sachen. Haben wir hier drüben noch was? Dahin, Alter. Gott. Gut, dann rennen wir wieder alles zurück. Schade. Egal. Gehört dazu. Man muss ja auch die Spiele erkunden.
Weil einfach nur Story machen und Spiel wegwerfen, das ist... Hallo? Für was hat man dann das Spiel gekauft dann bitte? So, los geht's. So. Sieht so grau aus. Ja. Oh, Geld. Geld, geil. Hunde. Was machen die alle hier? Mag die etwa geschickt? Oh, Biggie Smalls. Fu. Komm, Biggie, dreh dich um. Komm raus, wo immer du Mann! Ich glaube, mit dem Scharfschütze bin ich hier nicht gut aufgehoben. Er ist nicht hier! Das checke ich lieber. Sucht einfach weiter, ja? Seht euch um! Verdammt! Hey! Ruft mich, wenn ihr irgendwas findet. Komm schon. Wieder verschwunden. Ich check das. Sucht einfach weiter, ja? Das gibt's nicht. Er ist nicht hier. Ich seh mal nach. Hey, ruft mich, wenn ihr irgendwas findet. Sucht einfach weiter, ja? Brenne. Danke. Die habe ich zu spät gesehen. Hallo?
Also. Nein! Ha. Egal. Alter, Biggie Smalls hat mir gerade echt hier... Huh. Haben wir doch ganz gut gelöst, ne? Also, naja, fast. Hallo. Hä, wo wollt der denn hin? Ah, da runter. Hier haben wir wohl gepennt. Hier haben sie einen ermordet. Ne, ich war das. Ah ja, schutzsichere Weste, sehr schön. Let's go. Das ist wie ein Spinnennetz. Okay. Ha! Arschblitter. Fuck, ich hab keine Dingens. Keine. Okay, dann war wieder ein mit. Hä? Also. So, haben wir alle. Oder wartet noch jemand? Ah, ich muss da runter. Das Visier blockiert. Ich sehe nichts. So, looten. Immer das Looten nicht vergessen. Looten ist immer wichtig. So. Die Waffe liegt jetzt ganz weit unten. Hier haben wir noch den mit dem Mollys. Oh. Ich muss das trinken, Moment. So. Hier haben wir ja noch einen. So, ein Smartphone. Wie kommt der, wo hat der sich das denn geklaut? So. Da unten, ah, da liegen noch irgendwelche Waffen. Ah, nee, Geld. Das ist auch gut. Oh, da geht's aber tief runter. Au. So, Granatos haben wir auch wieder.
Da muss ich mal, das war auch mal mehr Granaten, mal Wurfgeschoss. Weil Granate gehört halt zum Wurfgeschoss. Das sieht nach Säure aus. Da gehe ich sicher nicht rein. Säure? Ew. Oh. Mit Konzentration. Wow. Ey, ganz ehrlich, ich hätte in meinem Live bei 8 waren die Spritzen, ne? Sehr gut. Gibt's hier noch irgendwo was? Säure. Hier ist so viel Munition, das macht mir Angst. Nachladen, alles nachladen, was geht. Ich glaube, wir gehen jetzt mal weiter mit Bogen. Weg mit dir! Alter! Da schießt er mit der RPG. Ich glaub's nicht. Was ein Typ, ey. Medikit. Der brennt. Advent, Advent, der Flammenwerfer brennt. Ha, Gott, war der schlecht. Hey. Jetzt. Kopfschuss. Vor Russian. Renn, Forrest! Noch irgendwo einer? Wieder looten. Ein LCD-Armbanduhr. Wo klauen die Piraten sich sowas? Na, der liegt ja bequem da. Er ist tot, egal. Eieieiei. Boah, Kopfschuss, das kenne ich gar nicht. Nach so einem Schrecken ein Kopfschuss, das kenne ich nicht. Dieselbe Tür wie letztes Mal. Dann mal los. Die ist irgendwie größer, kann das sein? Hab gedacht, da sitzt ein Alien oder sowas. Das sah auf den ersten Blick so aus. Das Ding ist riesig. Wow. Ice One. Die Brücke ist toast. Es muss einen anderen Weg geben. Ach, den finden wir schon. Riecht nach Schwefel. Oder? Ich hab was Falsches gegessen. Ja, das ist Schwefel. Da haben wir was, da haben wir was. Nichts wie hinauf.
Oh, neue Aufnahme. Die eine Datei ist über 4 GB groß. Dann fängt bei mir eine neue Aufnahme an. Passiert doch jetzt auch was. Halt! Ich wollte noch hinter der Statue gucken. Hinter der Statue. Wow! Wäre ich jetzt dahinter gerannt. Alter, was röchelt denn hier so? Ach, er hier. Ich muss aufpassen auf Schlangen. Hier unten sind garantiert Schlangen. Kommodoranhaut. Keine Schlange. Haben die. Dieser Kerl war wirklich ernsthaft verrückt. Ich höre noch mehr Warane. Huch! Fail! Ich kann ja auch nicht mehr häuten. Ich weiß nicht, soll ich den schon öffnen? Ich renne erstmal nach da hinten. Ja, das wird unser Fluchtweg wahrscheinlich sein. Wo sieht das so weiß aus? Das ist komisch. So, dann machen wir mal auf das Grab. Totengräber. Oh. Da bist du ja. Oh, weg! Lauf. Und wer begrüßt uns? Biuzeka. Oh, doch nicht. Oh, doch. Du bist nicht hier. Dieses Mal nicht, Junge. Hast du es gefunden? Das Messer? Das Grab? Ja, ich habe den Dolch. Ich komme. Wir treffen uns bei mir. Wunderbar, Drecksack. So, was wollte ich? Hier. Messerwurf. Oder Nachladezeit. Du kannst Pfeile 50% schneller ziehen und verschießen. Das ist super. Ich mach doch einen erst auf Schnellnachlader. Reloading! Oh. Unglückliches Wiedersehen. Oh ja, gut. Ich mache einen Folgencut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann besuchen wir Burg. Ach, wie geil. Moment, das will ich nochmal kurz. Das ist das, was ich denke. Ja, sieht auch recht nice aus. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.